So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex im Outlaw-Lager. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Ja, die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Oh. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Oh, wir können uns gleich mit dem messen. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Es kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich würde was verdienen. Hey, der hat gar nicht gesagt, dass der. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Ja, da will ich ja hin. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Boah. Ich will das mal. Ja, komm. Das ist mehr als genug. Junge, Junge, du willst dir was verdienen und schleppst so eine Summe mit dir herum? Ich sollte dich wohl eher fragen, wie du an so viel Elexit gekommen bist. Jetzt quatsch Hast nicht, du komm. Ike schon zum Arena-Kampf herausgefordert? Nein. Dann hör gut zu. Der Typ ist total durch, zieht sich jeden Mist rein und genau das ist seine Schwachstelle. Füll ihn vor dem Kampf mit Alkohol ab und überrede ihn dazu, dass er sich einen Schuss setzt. Dann solltest du leichtes Spiel mit ihm in der Arena haben. Aber Achtung! Verpasst er sich eine Überdosis und krepiert, lässt Big Jim nix springen. Und weiter? Was hältst du davon, dich auf Kosten anderer zu bereichern? Ja. Solange ich einen Nutzen daraus ziehen kann, ist es mir egal. Dann wirst du sehr zufrieden sein mit dem, was ich dir nun anbiete. Ich kenne ein paar überbezahlte Leute, die sich in der Vergangenheit wenig solidarisch verhalten haben. Sie mussten keine Splitter für ihre Verstöße abdrücken und umso mehr haben wir ehrliche Leute geblutet. Und wie soll mir das jetzt helfen? Weil ich hier ihre Schuldscheine habe und du sie damit abkochen kannst. Wedel einfach vor ihrer Nase damit und sag ihnen, dass ihre Frist abgelaufen ist. Oder aber du verkaufst sie an einen Händler. Bringt sicher auch ein paar Splitter ein. Und da du mir eine große Summe Elexit gegeben hast, zauber ich noch ein Ass aus dem Ärmel. Elmar muss irgendwo einen Tresor oder einen Behälter gebunkert haben, der mit einem Passwort geschützt ist. Bisher habe ich ihn nicht gefunden, aber wenn du ihn findest, lautet das Passwort 1337. Hier, nimm diesen Fetzen als Erinnerung. Ich wollte es mir gerade schon aufschreiben. Vergisst. Elmars Code. Oh. Cool, okay, das war eine gute Investition. Die 500 Splitter haben sich gelohnt. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Okay, verschieben wir es. Verschieben wir unseren Er hat mich eingeschüchtert. Geht klar. Also mit Gun können wir uns messen. Aha. Das müssen wir uns merken. Wer bist du, Liam? Hey, du. Du bist doch neu hier. Neu und gut aussehen. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Was bist du denn für ein... Du hast Angst vor... Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Na, nicht nur du. Wir alle müssen das, ohne Ausnahme. Also lässt du jetzt ein paar Splitter rüberwachsen? Wenn nicht, muss ich dem Boss Meldung machen. Auch wenn ich das gerne vermeiden möchte. Nö, du kannst mich mal. Ich glaube dir kein Wort.
Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss, und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Ja, dann zieh deine Waffe. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Du Betrüger! Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Jeder bekommt das, was er verdient. Wenn das so ist, hast du aber auch nicht gerade abgesagt. Oh, wir haben viel Splitter. Immerhin siehst du genauso beschissen aus wie der Rest von uns. Okay, erzähl mir mehr über deine Frau, die dich schlägt. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckschwein, handelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Deine Frau bedeutet dir also nichts. Deine Frau bedeutet dir also nichts. Ich sag dir jetzt mal was. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. Nein! In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Oh. Tipp von mir. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Okay. Gratis Tipp. Nicht jedes Paar Brüste. Später vielleicht. Ach, schön. Lebensweisheit. So, klauen wir mal den Eintopf hier oben. Oh. Ach, da liegt ja noch mehr. Mensch, was man so alles sieht und übersieht. Ein Hocker. Ja, ja, das Wichtigste. Okay. Iron Maddie ist seine Wife. Und die verprügelt ihn einfach. Ach. Schön ist es bei den Outlaws zu sein. Ah, was liegt denn hier noch so im Lager? Ich habe die Quest übrigens noch nicht vergessen, aber wenn wir hier gerade so schön rumspazieren. Blake, der scheint auch wichtig zu sein. Ja, das Lager, das bietet auch interessante Ike auf. Oh Gott, warum haben die alle Namen? Nee, jetzt nicht. Wache. Oh ja. Zu einfach. Dankeschön. Ach, Taschendiebstahl ist schön. Ja, dann quatschen wir mal mit... Oder beklauen mal am besten. Zu einfach. Hey. Hey, neu hier, was? Ja, moin. Kann man so sagen. Krass, echt krass. Ja. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Hartz 4. Ach, das ist der, den wir... Erzähl es mir. ...abfüllen sollen. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheiße aus Papier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt... Reicht meist für den nächsten Trip. Schuldschein, Big Jim. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also. Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. Alter, er pennt hier zwischen Mülltüten. Eigentlich bin ich sogar noch immer.
Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Ich will ja noch gegen den kämpfen. Ich weiß nicht, ob kaum, das jetzt Provokation oder beleidigend ist. Was laberst du denn für einen Müll? Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße. Sogar süchtig nach Sex. Oh, das kann man beheben. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Leergevögelt? Was passiert mit dem Schuldschein, wenn ich das sage? Ich habe hier einen Schuldschein. Wie spät? Ah, klasse, mir sind nämlich die Filter ausgegangen. Du sollst ihn nicht rauchen, du sollst ihn dir ansehen. Der Lappen sagt doch eh nur, dass ich dem Duke ein paar Splitter schulde. Jetzt schuldest du sie mir. Du kommst hierher und machst einen auf wichtig, ey. Mach mal halblang. Gib das Elixid raus. Mehr verlange ich nicht. Aber weißt du was? Ich hab eh keine Böcke auf Streit. Hier. Ich dachte, wär blank. Jetzt kommen wir noch herausfordern. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Ja, wie hätte ich denn jetzt... Vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Ah, hier, Bier anbieten. Auf einen fairen Kampf. Nee. Wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich's dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Scheiße. Ja toll, Suggestion Persönlichkeit. Können wir denn... Du weißt ja... Irgendwas von Persönlichkeit. Können wir da irgendwas hochleveln? Nein. Scheiße. Okay, probieren wir aber trotzdem mal gegen den zu kämpfen. Auch im Nüchternen. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Zustand. Immerhin haben wir das Energieregentschwert jetzt. Na, vielleicht haben wir ja doch eine Chance. Icke, komm schon, Icke. Guck mal, Kumpel, wir laufen zusammen in die Arena. Gun? Willst du zuschauen oder was? Oh scheiße, ich habe ihn vertrieben. Nein! Och Mann, ich wollte doch jetzt an seine Truhe. Wo ist die Arena denn eigentlich? Ist er das? Oder ist... Die meisten gehen mir auf die Nerven. Outlaw? Outlaw. Dafür ist es wirklich zu spät jetzt. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Okay. Ike ist normal stark. Ja, komm. Und die Ratte auch noch dazu. Scheiße. Ja, der war ja echt luschig. Oh, das Regentschwert ist geil. Alter, du hättest ruhig etwas weniger. Nö, wenn schon hier auf die Fresse. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Alter, was ein Kiffer. Du bist doch verrückt. So, bist du der Big Jimmy? Der ist Big Jim. Ah, der kifft sich auch gerade ein. Der schleicht hier. Oh nein, er hat mich erwischt. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Mach das doch selbst. Mach das doch selbst. Bist du auf Stims oder einfach nur blöd? Nein, suizidgefährdet. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben.
Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Du willst also den... Du willst also den Duke entmachten. Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Ich will mitmachen. Ja, okay. Also ich will jetzt kurz die Belohnung. Oh. Na gut, dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum... Zu einfach. Bis zum nächsten Part. Ist das toll, dass die alle so ein bisschen Kleingeld dabei haben. Oder? Kann man hier oben noch was abgreifen? Oh yeah. Also durch Taschendiebstahl kriegt man so viel mehr Zeug als durch Finden dieser Elex-Beutel. Gut, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Da gibt es ein paar Arena-Kämpfe, wie es aussieht. Euer Hansen Peter. Ciao.